Winterfrüchte. Es gibt unendlich viele schöne Früchte in Deutschland. Eine davon ist die Quitte. Quitten sind ganz, ganz besondere Früchte. Ich glaube, die kommen sogar schon in der Bibel vor. Die gibt es schon ewig. Und die haben so einen Pelz. Also das ist erstmal ein bisschen irritierend und man ignoriert die vielleicht auch deshalb, weil die nicht so schön aussehen, wenn die am Baum hängen. Dann haben die so einen richtigen Pelz. Die hier sind jetzt schon ein bisschen geputzt. Hier an der hier sieht man noch so diesen Pelz. Und den muss man unbedingt richtig mit dem Tuch abputzen, denn der enthält irgendwelche Bitterstoffe, die das ein bisschen ruinieren. Und wenn du dann diesen Pelz entfernt hast, dann entfaltet sich ein unglaublich schönes Aroma. Das ist ein ganz besonderer Duft, man kann es schwer beschreiben. Es hat schon was Zitroniges, was Frisches und auch ein bisschen, naja, also wie soll man Duft beschreiben? Das ist schwer. Auf jeden Fall gibt es Birnen- und Apfelquitten und ja, es ist eine Herbstfrucht, die hält sich ewig. Ihr könnt die auch einfach, wenn die so abgeputzt ist, dann in eine Schale legen und der Duft entfaltet sich auch in euren Räumen. Also das ist auch ein Dufterfrischer, ein Raumerfrischer sozusagen. Aber natürlich habt ihr auch ganz viele Möglichkeiten, damit zu kochen. Also Quitte passt toll zu einem Wild zum Beispiel als Püree, aber natürlich überwiegend als Dessert. Ihr könnt ein Mousse daraus machen. Ich habe hier zum Beispiel Äpfel und Quitten aufgekocht mit ein bisschen Zimt und ein bisschen Orangensaft und daraus ein Fruchtpüree gemacht. Also wie ein Apfelquittenmousse oder Apfelquittenpüree. Natürlich kann man auch ein Likör daraus machen oder einen Saft. Oder was ganz besonders Schönes, ein Quittenkonfekt, das heißt auch Quittenbrot. Und in vielen Ländern ist das so eine Art Weihnachtskonfekt. Das wird sehr lange mit Zucker, also diese Früchte werden auch eben erstmal vorbereitet, praktisch wie dieses Püree, und dann mit Zucker ganz lange und langsam und schonend aufgekocht oder im Backofen wie getrocknet. Dann ist es ein Konfekt in Israel, ich kenne es aus Israel, aber auch in spanisch sprechenden Ländern gibt es diese Süßigkeit, besonders zu Weihnachten. Ja, Quitten, tolle Früchte. Schaut mal, ob ihr sie bei eurem Türken um die Ecke bekommt oder bei Oma im Garten.